Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Ihr werdet es nicht glauben, der Himmel ist grau, das Auto ist grau. Klar, ich bin in Stockach und zwar bin ich hier bei BMW Auer und darf mit dem Oskar zusammen dieses Wahnsinnsauto heute testen, den BMW iX40 in diesem Fall. Ab 77.000 Euro zu haben, in dieser Ausstattung 104.000, glaube ich. BMW bin ich in meinem Leben nicht häufig gefahren. Allerdings, mein erstes E-Auto, was ich überhaupt gefahren bin, war ein BMW, nämlich der i3. BMW war eigentlich ganz weit vorne. Dann hat man ganz lange nichts gehört. Und jetzt kommen sie gerade wieder und ich bin gespannt. Es ist ein SUV, ihr kennt meine Einstellung zu SUVs. Aber man muss schon sagen, also es sieht erstmal gewaltig aus. Ein paar Grundfakten noch, bevor wir anfangen. 71 Kilowattstunden Kapazität. 6,1 von 0 auf 100 testen wir später. Reichweite ungefähr 400 Kilometer. Also sozusagen erstmal solide Grunddaten aus meiner Sicht. 19, irgendwas Verbrauch auf 100. Und jetzt würde ich sagen, ja, es geht ums Fahren. Also ich steige ein und dann werde ich euch von den ersten Eindrücken berichten. Oh. Jetzt muss man erstmal hier gucken, wie man hier, aha, den Fahrersitz, wie man den jetzt nach vorne kriegt, Sitzposition. Sitzlänge, Sitzrichtung, Sitz. Aha, so, okay. Noch ein bisschen erhöhen, damit ich besser sehe. Ist ja doch ein SUV. Ah, hier hätte ich übrigens den Sitz auch einstellen können. Und jetzt muss ich noch wissen, wie man wieder aufmacht. Ah, den Knopf gefunden. War fast so schwer wie beim Tesla. Also ich sehe schon, ich werde ein bisschen mich damit beschäftigen. Ich fahre mal los, ne? Ciao. Fahrwählgang, Hebel auf D. Okay, fährt sofort los. Okay. Ah, ja. Fährt gut, super. Und ich habe mir sagen lassen, wenn ich zweimal D mache, dann gehe ich auf B. Und B, oh ja, das merke ich sofort. B ist Brake, also das heißt im Grunde One-Pedal-Driving. Coole Sache. Hey BMW! Navigiere zu Strandbad Dingelsdorf. Ich habe Strandbad Dingelsdorf ausgewählt. Soll ich die Zielführung starten? Ja. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, aber ich habe hier ein Head-Up-Display, das mir auch den Weg weist. Also, ich habe hier auf dem Head-Up-Display wunderschön den Weg vorne raus. Sehe die Straße nochmal auf dem Display. Puh, da muss ich erstmal die Mütze abziehen. Alles so ein bisschen kristallin, brillant aufgebaut, glitzert. Dass das sehr hochwertig ist, brauche ich ja nicht zu sagen. Es ist erstens ein BMW, zweitens kostet er 107.000 Euro. Die Reisedauer beträgt 27 Minuten. Ich drücke mal ein bisschen kurz auf die Tube. Ja, kommt was? Macht irgendwie wahnsinnig Geräusch, was ist denn los? Klingt wie ein Verbrenner. Nicht wirklich, aber gut. 150 mühelos erreicht. Ich habe eine Restreichweite von 334 Kilometer im Moment. 98% voll. Es errechnet sich vermutlich aus den bisherigen oder vorigen Fahrten. Es werden Testfahrten gewesen sein mit einem hohen Stromverbrauch. Und wir haben Winter. Es ist kalt. Gut. Aha. Jetzt soll ich abbiegen und deswegen erscheint das auf meinem Monitor und ich soll abbiegen. Alles klar, mache ich. Hey BMW, Massage am Fahrersitz. Sitzmassage. Bitte fahre hier mit manueller Bedienung fort. Wenn ich schon mal hier bin, mache ich doch gleich bei der Gelegenheit noch den Beschleunigungstest. Auf die Plätze, fertig, los. 7, 8, 9, 100. Geht allerdings nicht in einzelnen Schritten, sondern nur in 5er Schritten oder so. Ist dann schwer zu sagen, wo die 100 wirklich war. Aber erstmal, coole Geschichte. Guckt euch mal dieses Schiff an. Hat großen Spaß gemacht. Ich habe einiges rausgefunden, was man tun kann. Zunächst mal ist mir aufgefallen, ein sehr großes Head-Up-Display, also was mir wirklich eine sehr schöne Sicht, da muss man nicht lange suchen, geboten hat. Ich fand sehr übersichtlich die Navigation dann immer auf dem Seitendisplay, dann, wenn man sie braucht, als Videoführung eingeblendet. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass er sich wirklich
sehr weich und butterweich lenken lässt, sehr schön, alles sehr mühelos. Also das Ding hat ja 2,6 Tonnen und das macht aber ein Gefühl von einem mühelosen Auto, was wirklich leicht um die Kurven fährt, leicht beschleunigt, wie ein Vögelchen über die Straßen gleitet. Man hat natürlich eine sehr gute Übersicht. Kurze Beschleunigung habe ich gerade auch schon gemacht. Man hat nicht diesen Grinsen ins Gesicht-Effekt. Bei 6,1 Sekunden scheint er noch nicht aufzutreten, vielleicht erst bei 4,8, ich weiß es nicht. Auf der Autobahn mühelos, butterweich auf 150, 160, Höchstgeschwindigkeit habe ich noch nicht getestet. Vielleicht lassen wir das auch mal, kostet ja eh nur Strom, kann man nachlesen, 200, glaube ich. Ja, also ein sehr angenehmes, gemütliches, bequemes Fahren und fand das One-Pedal-Driving tatsächlich angenehm. Also nicht ganz so krass wie beim Model 3, aber durchaus, man geht vom Gas und es rekuperiert voll und geht in die Bremsung, ist sogar intelligent. Also wenn einer vor dir fährt, bremst stärker, wenn der Weg vorne frei ist, lässt es eher auslaufen. Und jetzt würde ich aber trotzdem mal sagen, wenn wir noch ein bisschen Licht haben, machen wir vielleicht die Standards. Wir haben ja normalerweise einen Kofferraum und einen Frunk. Einen Frunk haben wir hier nicht, haben wir uns sagen lassen. Also ich finde hier auch kein Knöpfchen. Ich habe auch nirgendwo gesehen, dass man den aufmachen kann. Man kann ihn offensichtlich auch nicht aufmachen. Dafür hat man vorne offensichtlich sehr viel Elektronik verbaut und eine selbstheilende Niere. Das heißt, dass dieser vordere Bereich, der anfällig ist für Steinschläge, offensichtlich mit einem Material beschichtet ist, was sich selbst wieder ganz macht, wenn ein Steinschlag kommt, sodass alle Funktionen, Kameras und alles, was dahinter verborgen ist, immer funktionieren. Kofferraum gibt es dafür keinen. Schauen wir doch mal, was es hinten für einen Kofferraum gibt. Übrigens, hier Kameras, insgesamt 4 Kameras. Das Auto ist ausgelegt auf autonomes Fahren, deswegen Kameras. Und diese Kameras können auch gereinigt werden. Das ist ein großer Vorteil. Bei meinem Auto, ich sage jetzt nicht, welche Marke ich fahre, kommt immer wieder die Warnung, Kamera geblendet, Kamera verdreckt, Kamera im Regen, kann leider gerade die Spur nicht finden. Ne? Da ist natürlich dann praktisch, wenn die Kamera gereinigt und gewischt werden kann. Ihr kennt das Spiel? Die unfehlbaren 22 cm Hände, 108 cm Breite, 70 cm. Dann haben wir hier einen Hebel, der unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht und uns neugierig macht. Was wird hier wohl darunter sein? Oho! Naja, Bierkasten passen hier keine rein, Ladekabel, noch ein Gitter für Hunde und Gepäck. Kein riesen Kofferraum mehr unter dem Kofferraum. Das Ding hat ja auch 2 Motoren, also irgendwo müssen die auch sein. Guck mal, und hier gibt es ein Hebelchen, was ich gerne mag, weil vermutlich kann man damit, so ist es, einzeln getrennt rechts und links umklappen. Wow, also wenn ich selber reinpasse, die Füße sind am Rand, dann sind es 1,80 oder 1,79. Dann sind es praktisch 2 der Ladelänge. Reicht für ein E-Piano einmal quer und einmal längs. Schöner Hinweis vom Oskar gerade. Wenn man die Klappe hinten aufmacht, dann verschwinden ja die Rücklichter. Man ist also nicht mehr so gut sichtbar. Was macht BMW? Macht 2 extra Lichter, die dann erscheinen und trotzdem schön nach hinten abstrahlen, sodass man auch, wenn man im Dunkeln die Einkäufe auslädt oder eine Panne hat, gesehen wird und selbst gut sieht. So, da ist wieder Oskar, 19 Jahre, 1,93 groß und wir machen den Oskar-Test. Oh ja, oh, schön, ha, das sehe ich doch gerne. Das kann man da jede Frisur gut bedienen, ja? Jede Frisur sehr gut bedienbar. Nee, hier ist tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Platz. Also die Beine ja, sind jetzt nicht so unangenehm hoch, sind jetzt auch nicht angenehm niedrig, aber geht eigentlich voll klar. Ich habe wirklich Platz über dem Kopf. Also das habe ich, ist natürlich auch ein großes Auto, aber das habe ich wirklich selten. Das Panoramadach geht so weit nach hinten, dass ich nicht hier dann mit dem Kopf anstoßen würde, was ja bei sehr vielen anderen Autos der Fall ist. Aber wirklich viel, viel Platz, was mir natürlich als kleiner Handysucht, die auch direkt auffällt, sind die praktischen Ladestecker. 2 gleich, USB-C direkt vor mir. Und da kann ich dann mein Handy anschließen. Das ist natürlich cool. Der mittlere Sitz ist jetzt, der ist schon eher darauf ausgelegt, ein Notfallsitz zu sein. Also von der, große Männer wie die. Von der Gemütlichkeit, aber da würden auch 3 Leute reinpassen, so ist nicht. Eine eigene Klimaanlage. Ja, das ist natürlich auch cool. Sogar für rechts und links getrennt, kann jeder sich selber einstellen.
Nice. Apropos Klimaanlage, das Ding hat sogar Infrarot-Panels als Heizung zusätzlich. Also die machen sehr angenehm und sehr schnell und vor allem sehr sparsam, was bei einem Elektroauto ja nicht unwichtig ist, mit verhältnismäßig wenig Strom warm. Wir nutzen jetzt das bisschen Licht, was wir noch haben. Wir haben nämlich das Auto ganzen Tag lang, über 24 Stunden. Ich habe noch einige interessante Details zu diesem Auto, auch zum Thema Nachhaltigkeit, die ich natürlich auch gerne vermittle an dieser Stelle. So, mal ein paar Dinge zum Interieur, abgesehen davon, dass alles natürlich super hochwertig ist. Edel, übrigens veganes Leder, sieht man hier auch an dieser Einprägung. Man hat meiner Meinung nach mehr Übersichtlichkeit als zum Beispiel bei einem e-tron, obwohl man doch auch hier fast jede Funktion 3 bis 4 Mal einstellen kann an verschiedenen Orten. Zum Beispiel, sagen wir mal, die Lautstärke. Dafür gibt es hier zum einen ein Lautstärkerädchen. Dann gibt es hier natürlich am Rad die Möglichkeit, die Lautstärke einzustellen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, mit einer Geste die Lautstärke einzustellen. Das ist natürlich sehr lustig. Da kann man sogar, wenn man jetzt eine Spotify-Playlist hört, mit so einer Bewegung das nächste Lied machen. Das ist wirklich fancy, muss man sagen. Also ansonsten haben wir hier diesen Hauptbildschirm und hier den Bildschirm, auf dem ich auf der rechten Seite sehe, in welchem Modus ich gerade bin, also Parkmodus, und hier den Energieverbrauch, Restreichweite, Temperatur. Auf der Seite habe ich die Geschwindigkeit, die aktuelle. Hier haben wir noch in diesem mittleren Bedienfeld ein paar schöne Gimmicks. Zum Beispiel kann man hier schreiben, wenn man zum Beispiel in der Navigation einen Straßennamen schreiben will. Das geht hier. Hier kann ich Iconic Sounds ein- und ausschalten. Vielleicht noch erwähnenswert, hier unten viel Platz, weil kein Getriebe ist. Da könnte man also noch richtig was hinstellen. Hier kann man seine Getränke reinstellen. Hier gibt es eine Ladeschale fürs Smartphone. Und hier ist noch schön viel Platz für andere Dinge. Eine Besonderheit, die ich jetzt so noch nie gesehen habe, ist, dass dieses Glasdach oben eine einstellbare Transparenz hat sozusagen. Also man kann je nach Sonneneinstrahlung mehr oder weniger durchsichtig machen. Eine Ladeklappe gibt es natürlich auch, also es ist wirklich ein Elektroauto. Und man kann eben wie üblich laden mit AC und DC, also je nachdem, was man benutzen möchte, den CCS-Stecker. Oder eben nur diesen hier. Ein super Sound hat das Auto natürlich auch. Also ich meine nicht das Auto selber, sondern die Musik, die man hört. Das kann ich euch jetzt nicht vorführen, aber Harman Kardon. Es gibt da ein zubuchbares Paket. Da gibt es, glaube ich, dann irgendwas 30 unsichtbare Lautsprecher. Überhaupt nennt BMW das Prinzip hier Shytech. Das heißt, man hat Hightech, die man nicht sieht. Was mir natürlich gut gefallen hat, ist, dass nicht nur das Leder vegan ist, sondern überhaupt dieses Auto offensichtlich mit regenerativer Energie hergestellt wird. Wenn das so ist, dann toll. Zu 80% recycelbar ist. Selbst das Holz, das hier verbaut ist, soll nachhaltig angebaut sein. Also, wie gesagt, ich kann das nicht im Einzelnen überprüfen. Jedenfalls hat BMW sich Mühe gegeben. Klar ist es immer nachhaltiger, wird auch BMW nicht bestreiten, wenn man weniger Auto fährt, nicht Auto fährt, langsamer Auto fährt, kleinere Autos fährt und so weiter. Aber diese Diskussion, die führen wir jetzt nicht. Vielen Dank nochmal an BMW Auer, dass ich einen ganzen Tag dieses Auto fahren durfte. Das hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. BMW hat offensichtlich diese Pause seit dem i3 bis zu dem neuen E-Mobil genutzt und hat doch einige innovative Ideen hier umgesetzt. Kommentiert gerne unten, wie euch der neue BMW gefällt und abonniert diesen Kanal unbedingt, liked dieses Video und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad.